Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder ein Haul für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, das ist quasi jetzt der zweite Teil, denn ich wollte das Ganze jetzt einfach mal in so Sequenzen, meine Kamera nimmt immer nur eine halbe Stunde auf und deswegen wollte ich das immer in diesen Sequenzen laufen lassen und dann gucke ich mal, wie ich das dann zusammengeschnitten bekomme, damit es auch für euch schön zu schauen ist, euch die Preise einblenden und so weiter. In dem ersten Teil meines Hauls habe ich euch tatsächlich auch die Verlosung von diesem Adventskalender mit reingepackt. Das ist der Parfüm-Miniaturen-Adventskalender. Solltest du das nicht mitbekommen haben, dass ich diesen Teil gepostet habe, schau hier oben im i einfach mal vorbei. Da habe ich dir den Haul mal verlinkt. Ja, ich habe noch einiges vor mir, denn ja, es ist doch wahnsinnig, Leute, ne? Wie viel halt immer so rausgehauen wird. Aber gut. Wie viel rausgehauen wird an Limited Editions, an Neuheiten und so weiter, da kommt man gar nicht hinterher, da überhaupt Videos zuzudrehen, geschweige denn Hauls und Videos und keine Ahnung. Deswegen versuche ich das Ganze jetzt so ein bisschen zu entschleunigen, auch für mich im Inneren zu entschleunigen. So, apropos entschleunigen, ich habe ein Paket bekommen und da war ich hin und weg und zwar von parfüm.de. Ich habe von denen den Adventskalender mir mal bestellt, weil ihr mir geschrieben hattet, hey, komm, schau dir den mal an, der könnte doch vielleicht was sein und dann habe ich den ausgepackt mit euch und das kann ich dir auch mal im i verlinken. Ich verlinke dir da alles, ne? Und die haben das halt mitbekommen. Ich hatte nämlich in meinen Bestelltext mit reingeschrieben zur Vorstellung auf YouTube Claudis Welt und die haben sich tatsächlich das Video auch angeschaut und haben sich dann bei mir bedankt. Und zwar haben die mir ein Paket zukommen lassen. Ohne Scheiß, Leute, ich war mega geflasht, denn es war auch so ein Kärtchen mit drin. Danke. Und dass ich das so aufgemacht habe, also ich habe den Karton gesehen und gedacht, hä, das kommt von parfüm.de, da habe ich doch den Adventskalender bestellt. Habe ich mir da noch was bestellt? Was habe ich mir denn da bestellt? Ne, ich habe meinen Freund schon gefragt, hast du mir da was bestellt? Naja, auf jeden Fall, ein super, super, super süßes Kärtchen ist hier mit drin. Also sowas kriegt man nicht oft, das muss ich wirklich an dieser Stelle mal sagen. Weil, ne, ich schreibe den Leuten das dann auch oder den Firmen das gerne mit rein in die Bestelltexte, einfach damit die sich das anschauen können. Weil wenn ich die Produkte vorstelle, dann gebe ich ja auch meine ehrliche Meinung dazu ab. Und dann gebe ich ja auch Verbesserungsvorschläge oder Ideen und so weiter. Und auch ihr schreibt in die Kommentare ja euer Feedback rein. Und dadurch können die Firmen ja lernen. Das ist ja wie so eine kleine Umfrage, die gemacht wird, wie so eine Meinungsbildung, wie auch immer. Und wenn Firmen da wirklich drauf reagieren, Leute, ich raste aus. Deswegen habe ich auch gleich für euch noch eine Verlosung, denn mir wurde nicht nur was für mich, sondern auch für euch geschickt. Total geil. Vielen Dank für die unverhoffte Unterstützung unseres Adventskalenders. Dr. Monique Rüdel. Mega geil, oder? Also ich war total geflasht, als ich das gelesen habe. Und dann habe ich das Paket aufgemacht und war also echt, also Hut ab, wirklich, ohne Scheiß jetzt, ne? So, denn, ja. Also was, ne, das hat man nicht oft im Leben. Das finde ich so cool. Hier sind zwei Boxen drin. Und wenn ich das richtig gesehen habe, sind hier auch zweimal der gleiche Inhalt drin. Das heißt, einmal für euch und einmal für mich. Sammy liegt neben mir und schläft. Genau, das sind diese Boxen. Die sind halt total schön, ne, mit diesen Sternchen drauf. Genau, darunter ist auch noch Werbung. Aber wir gucken jetzt erstmal in die eine Box rein. So. Hier haben wir den Inhalt von der Box. Als erstes nehme ich etwas raus, was mich anfunkelt. Girls Can Be Crazy. Das ist von Sadik and Voltaire. Ein Täschchen. Da kannst du Sachen reinmachen. Ne? Das ist so ein Party-Portemonnaie. Finde ich total super. Und ja, finde ich echt süß. Das ist auch von innen ganz schön. Ich habe gerade geguckt, ob da vielleicht noch irgendwelche Innentäschchen oder so drin sind. Aber es wäre bei der Größe, glaube ich, ein bisschen. Ne? Aber sowas, das passt bei mir auch 1A in Stiefel oder so. Weil wenn ich Party machen gehe, habe ich meistens, ist so ein kleiner Trick, ne, mein Handy, meine Habseligkeiten, meine OBs, meine Slip-Einlagen, meine Taschenlampe, alles in meinen Stiefeln. Ich habe meistens gar keine Tasche mit. Einfach so ein Täschchen dann in die Stiefel rein, dann flattert das nämlich so nicht so rum, wenn man dann zum Beispiel tanzt oder so. Super gut und dann fliegt halt auch nichts raus. Und ja, richtig, richtig gut. Also vielen, vielen Dank, ne? Das ist echt schön. Dann habe ich noch eine kleine Engelseife bekommen. Die finde ich auch süß. Die war auch in dem Adventskalender, glaube ich, mit drin oder in irgendeinem anderen. Ich weiß nicht, die kommt mir nämlich super bekannt vor. Ist, soweit ich mich erinnern kann, von der Marke Accentra. Genau. Hat einen ganz leichten Duft, aber das ist halt eher so nach Seife halt, ne? So, dann haben wir hier noch etwas mit drin. Das ist dieses hier, ein Taschenspiegel. Sie Passione. Ach Gott, wie geil. In Adventskalendern beschwere ich mich darüber,
Aber wenn man ihn so geschenkt bekommt, ne, das ist so ein Samtsäckchen. Do it always with passion or not at all. Mach alles mit Leidenschaft oder tu es einfach nicht. Oder lass es, heißt es ja quasi, ne? Steht hier drauf. Finde ich auch richtig gut. Kann ich in meinem Leben aktuell auch sehr gut gebrauchen, diesen Spruch. Und dann haben wir hier, oh, das finde ich gut. Das ist ein richtig guter Spiegel. Da haben wir zwei verschiedene Vergrößerungsstufen drin. Einmal halt normal und ich glaube, das andere müsste 1,5 oder 2 mal sein. Und das ist ein sehr, sehr angenehm klarer Spiegel. Da kann ich mich auch gut mit schminken. Doch gut, ne? Weil ich bin ja so eine Blindschleiche, weil ich auch Brillen trage. Und ja, genau. Dann darf ich das auch sagen, dass ich eine Blindschleiche bin, wenn ich selber bin, ne? Das finde ich cool. Hier haben wir von Clinique noch die High-Impact-Mascara mit drin. Die habe ich jetzt selber schon da. Das heißt, diese hier wird wahrscheinlich weiter wandern. Das ist eine 3,5-Milliliter-Geschichte, genau. Das ist der Klassiker von Clinique, um das mal so zu sagen. Hat ein Kunsthaarbürstchen, dürfte vorne kegelförmig zusammengehen. Und ja, bei mir hat es nicht so diesen Ultra-High-Impact. Also ich habe die ja, wie gesagt, selber da. Aber sie ist okay, ne? Es ist eine solide Mascara. Echt klasse, dass ich hier. Dann haben die mir noch so Blümchen mit rein. Es ist echt süß, ne? Das sind wie so Weihnachtssterne, diese Blüten. Die sind hübsch. Süß. So, dann ist hier noch mit drin. Also, das ist echt gut gefüllt, Leute, ne? Das kann man echt nicht anders sagen. Das Ananda Pure Hand Gel kann ich aktuell wirklich gut gebrauchen, weil jetzt gerade braucht man es halt. M. Mikalev Art and Perfume, keine Ahnung, war glaube ich auch im Adventskalender. 60 Milliliter sind hier enthalten. Genau, das ist halt so ein Handreinigungsgel für zwischendurch, ne? Machst du dir eine Handtasche, extrem gut. Und das hier finde ich ja geil. Das hatte letztens Natalie Nordbeauty, verlinke ich hier oben, in ihrem Haul gezeigt, wo sie bei TK Maxx was gekauft hat. Und sie schwärmt von der Marke Filorga und sie liebt die Meso Mask. Ich hatte sie selber auch schon mal da. Ich habe sie noch nie verwendet. Ich muss die mal verwenden. Und sie hat genau diese Sets auch bei TK Maxx bestellt und sich darüber so mega gefreut. Und als ich das jetzt eben, ne, ich habe mich auch sehr gefreut. Genau, hier haben wir drin einmal Optim Eyes, Time Filler und die Meso Mask. Das sind halt drei verschiedene Geschichten hier mit bei. Der Time Filler mit 7 Millilitern. Das Optim Eyes mit 4 Millilitern und die Meso Mask auch mit 7 Millilitern. Also das ist so ein Probierset, um einfach mal in die Marke reinzuschnuppern, was ich ganz cool finde. So, Wahnsinn, hier ist Parfüm mit drin, Leute. Your Looks Spectre oder Parfum. Was zur Hölle, Your Looks. 90 Milliliter sind hier enthalten. Das finde ich ja Wahnsinn. Hier ist einfach mal ein Parfum mit drin. Ich gucke gleich mal, was bei euch mit drin ist. Dann schauen wir mal, was wir damit so anstellen, Leute, ne? Genau, das finde ich auch krass. Ich habe so viele Parfums. Deswegen, das kann ich, glaube ich, auch super irgendwie weitergeben. Aber irgendwie möchte es eigentlich auch riechen, ne? Ich muss gleich mal gucken. Ich bin ja neugierig, Leute. So, dann haben wir hier noch drin Armani Co. Moisturizing Perfumed Body Lotion von Giorgio Armani mit 75 Millilitern. Sowas mag ich auch sehr, sehr gerne, weil sowas verstärkt dann ja auch nochmal den Duft von deinem Parfüm, was du so trägst. Und das riecht interessant. Ich kenne den Duft nicht. Es riecht sehr cremig tatsächlich. Hätte ich so gar nicht mit gerechnet. Muss ich mal ausprobieren. Und dann haben die tatsächlich noch eine Lichterkette mit reingemacht. Und das finde ich super, super süß. Das ist so eine kleine mit Micro-LED. Ein Lichterdraht. Und dann kannst du da hinten halt drei Batterien reinmachen. Und dann kannst du dir da mit einer Lichterkette machen. Mega. Das finde ich cool. Dann gucke ich mal, ob in eurer Box das gleiche drin gewesen wäre, denn die möchte ich ja gerne in diesem Video verlosen. Ihr habt tatsächlich auch einen Weihnachtsstern mit drin, aber einen großen. Ansonsten scheinen das dieselben Produkte zu sein. Das finde ich gut. Dann habt ihr es nämlich jetzt auch schon einmal gesehen. Ja. Jojo. Genau. Dieses könnt ihr nämlich in diesem Video gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. So, lieber Wichtel.
Nimm es gut in den Arm. So, wir hatten hier auch noch ein bisschen Werbung mit drin. Das, hier steht auch wieder drin, hallo, vielen Dank für Ihre Bestellung. Ihre Sendung wurde von uns sorgfältig zusammengestellt, liebevoll verpackt und hat unser Haus vollständig sowie in einwandfreiem Zustand verlassen. Sollte es dennoch einen Grund zur Beanstandung geben, wenden Sie sich bitte unverzüglich unter Angabe Ihrer Bestellnummer an unser Service-Team. Also, ne, das ist hier nochmal ein Anreiz. Bitte meldet euch, falls irgendwas nicht in Ordnung sein sollte. Dann haben wir hier nochmal... Ach, guck mal, das halte ich euch jetzt einfach mal in die Kamera. 15% Rabatt auf deinen Einkauf ab einem Wert von 39 Euro mit dem Code ADVENT15 bis zum 24.12.2020. Nicht für Creed-Produkte, was auch immer das heißt, aber ne? Dann haben wir jetzt nämlich alle nochmal einen Rabattcode mit an die Hand bekommen. Finde ich auch sehr, sehr cool. Also das kann ich jetzt hier so teilen. Und hier haben wir dann nochmal ein... Magazin mit dabei, das YBPN Beauty Talk Magazin. Und da sind einfach nochmal Produkte und Fashion-Infos und so weiter, Einrichtungstipps und so weiter. Das finde ich ganz cool, ne? Sowas liegt bei uns in meinem Badezimmer. So, auf da, Zeitschriftenständer beim Klo. Genau, ja. Vielen, vielen Dank, liebe Monique und liebes Parfüm.de-Team. Mega geil, also damit habe ich echt bei weitem nicht gerechnet, ne? Echt cool. So, ich habe bei Kiko bestellt. Zwei Teile kamen leider defekt an, also kaputt. Das heißt, die habe ich reklamiert. Irgendwie habe ich auch eine komische E-Mail zurückbekommen, aber noch wurde es nicht erstattet, leider. Naja, habe ich hauptsächlich bestellt für Adventskalender befüllen. Einmal habe ich bestellt den Wonder Woman Blush und zwar in der Farbe Natural Attitude, Farbe 01. Ich glaube, ich habe eine Farbe dunkler in Athena oder sowas. Den mag ich auch sehr, sehr gerne. Den habe ich gestern auch getragen. Nee, ich habe eine Farbe heller. Der hier ist jetzt dunkler. Das hatte ich jetzt so nicht erwartet, aber gut. Ist für einen Adventskalender, da ich für zwei Ladies Adventskalender tatsächlich aktiv aufpacke. Aktuell. Dann habe ich Holiday Gems Blush, Solide Blush. Das ist dieser hier. Die haben so eine schöne Holiday Collection. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich da bestellt habe, war auch super krass viel reduziert. 03 Under the Mistletoe ist die Farbe. Genau, dann kann ich halt für eine den einen Blush, für die andere den anderen Blush. Bisschen ärgerlich, der schönste Highlighter, den ich bestellt habe, auch aus dieser Holiday Collection, ist leider kaputt angekommen. Ne? Ich habe mich super geärgert. Ja, die kommen halt auch echt nicht so gut verpackt aus Italien hier an. Jetzt habe ich halt die Möglichkeit, nochmal mir alle Produkte anzuschauen. Der Blush ist relativ matt, sieht aber sehr schön aus. Und ich finde, sowas macht sich halt auch gut, wenn man einen Adventskalender selber befüllt. Ne? Genau. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das so zeigen werde. Also den einen Adventskalender werde ich, wird die liebe Zara zeigen. Ne? Sie ist meine Adventskalender-Tauschpartnerin, um das mal so zu sagen. Bei Marion weiß ich das gar nicht. Ob Marion das auf Insta postet? Ich glaube schon. Dann könnt ihr da nämlich vorbeischauen. Ich werde den von ihr nämlich auch auf Insta posten. Und den von Zara werde ich hier aber einmal komplett unboxen. Das haben wir gesagt, dass wir das bei YouTube machen werden. Dann habe ich von Kiko Holiday Gems die Gorgeous Eyeshadow Palette bestellt. Das ist diese hier. Und ja, da wusste ich halt noch nicht so genau, ob ich das jetzt für mich nehme oder zum Weitergeben. Hier sind 5 verschiedene Farben drin. Also das Packaging bei diesen LEs ist wunderschön, ne? Bei dem Kiko Adventskalender haben die das Billigste vom Billigsten leider genommen. Hier kannst du einen schönen Alltagslook mit schminken. Aber die LEs von Kiko, die sind echt immer der Wahnsinn. Wir haben hier überall diesen Highlighter noch dran, der ja vollkommen zerbröselt ist. Das ist echt schade, weil der war echt schön. Weil das, was ich jetzt hier überall abwische und dann auf den Fingern habe, gefällt mir. So, dann habe ich einen Diamond Dust Lipstick in der Farbe 02 noch mitbestellt. Ich glaube, ich habe hier fast so ziemlich die ganze Kollektion aus der Holiday Collection bestellt. Farbe 02 Diamond Dust Lipstick und der ist halt wirklich, wirklich schön, ne? Also allein von der Oberfläche her gefällt der mir richtig gut und ich halte ihn jetzt ganz weit weg von mir. Weil sowas finde ich ein bisschen unhygienisch, wenn ich das jetzt zu nah an mir dran halte. Oh mein Gott, ist der schön. Oh mein Gott. Da denkt man echt drüber nach, ob man ihn nicht doch vielleicht behalten will. Aber nein, nein, nein. Gott, ist der schön. Also das ist so... Oh mein Gott. Der ist wunderschön. Aber magnetisch. Wunderschön. Also das ist... Das Oh, es juckt mir in den Fingern, ne? Nein, Claudi, du hast genug. Dann habe ich auch noch die große Lidschattenpalette, diese Highlighter überall, mitbestellt. Das ist diese hier. Da sind 12 Töne drin. Aber die werde ich behalten.
weil die auch zu groß für Adventskalender ist, ne? Das heißt, hier werde ich aus der Bestellung nicht viel behalten, aber die, oder werde ich sie nicht behalten? Ich muss noch gucken, Leute, deswegen swatche ich die jetzt nicht. Eigentlich nicht, ne? Eigentlich, oh, die ist so schön. Aber eigentlich auch mega geil für einen Adventskalender. So in der 24 so eine Palette drin haben. Ich glaube, da machst du jedem echt eine Freude mit, ne? Mir auch. Aber ich muss noch drüber nachdenken. Deswegen packe ich sie noch zurück in die Verpackung. Wie gesagt, ich werde jetzt in den nächsten Tagen die Adventskalender packen und dann sehe ich ja, ne, falls ich dann noch was über habe für mich, dann behalte ich das für mich. Und dann habe ich mich hier noch bei Kiko die Wonder Woman Brightening Gold Prep Face Mask mitbestellt. Aber die ist auf jeden Fall für den Adventskalender, glaube ich. Auf jeden Fall glaube ich das. Ah, ich bin mir sehr einig. Okay, ja, genau. Weil sowas ist eigentlich auch schön für den Adventskalender, denn in jeder Frau steckt eine Wonder Woman. Genau, so, das ist jetzt hier an meiner Seite. ich habe noch so viel hier. Ich weiß nicht, ob ich das in 13 Minuten noch schaffe. Mal gucken. Ich habe hier eine Verpackung. Was habe ich denn hier reingepackt? Meine Bestellung von... Ich glaube, da habe ich bei parfumdreams.de bestellt, weil daher kommt ja auch diese Verpackung, ne? Es hat sich hier doch einiges angesammelt, genau. Das hier sind nämlich auch Adventskalenderprodukte, die ich mitbestellt habe. Aus der Caviar Gauche LE, wo ich in dem anderen Haul auch schon einen Teil von gezeigt habe. Da habe ich aber direkt bei Catrice bestellt. Ich habe aber nicht alles bekommen, was ich haben wollte. Genau. Ich habe eine Probe mit dabei gekriegt. Mhm. Shiseido Benefiance Extra Creamy Cleansing Foam mit 5 Millilitern. Ja, ne? Ist ein Prüppchen. Dann habe ich mitbestellt dreimal, also einmal für mich und zweimal für andere, also für die Adventskalender, den Caviar Gauche, das Blotting Powder, das fand ich sehr interessant. Le Parfait Amour. Sehr, sehr hübsch, ne? Es ist nicht viel drin. Aber ich habe im letzten Video schon gesagt, ne, die hauen ja eine LE nach der anderen raus. Wie gesagt, dreimal. Und dann können die ja theoretisch gar nicht mehr so groß die ganzen Produkte machen, weil die müssen ja auch damit rechnen, dass die Leute sich denken, ich muss es ja auch irgendwann mal aufbrauchen. Ne? Den Black Opium von Yves Saint Laurent als Probe. Das ist so eine ganz billige Zeitschriftenprobe, ne? Genau. Übrigens in dem Adventskalender, den ich verlose, befindet sich eine Miniatur mit, ich glaube, 5 Millilitern drin. Spoiler. So, und dann habe ich hier die Zoeva Voyager Soft Sun Eyeshadow Palette drin. Genau, die habe ich mir nämlich auch dort bestellt, weil ich sie einfach schön finde. Ich mag die Zoeva Paletten richtig gerne. Zoeva oder Suva, wie auch immer man das sagen, aussprechen mag, ne? So, genau. Und die Voyager Paletten sind halt so in diesem Reiseformat. Also eigentlich braucht man die Umverpackung dann nicht. Das schützt das Ganze. Das sieht so ein bisschen hölzern aus. Ne? Mag ich ganz gerne. Und wir hatten auch schon mal zu Eva so eine Mini-Palette in der Glossybox, glaube ich, mit drin. So, sehr, sehr geil. So holzig, ledermäßig fühlt sich das an. Das ist halt komplett so, das finde ich sehr schön gemacht. Und hier haben wir dann die verschiedenen Farben. Nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, hatte ich noch nie in meinem Leben. Aber ich finde die sehr, sehr schön. Komm, wir swatchen ein bisschen. Drei matte, drei schimmernde Töne. Die sieht gut aus. Ne? Und wie man Zoeva so kennt, haben die auch echt eine gute Qualität. Die kommen auch auf dem Auge sehr, sehr schön rüber. Das ist eine Palette, mit der du, oder eine Marke, mit der du sehr schön arbeiten kannst. Und oh mein Gott, dieser helle Ton... Ne, das ist so ein Duochrome. Der schimmert Champagner und gleichzeitig so ein bisschen rosa. Das mag ich leiden. Das ist schön. Wow. Die Pigmentierung rastet hier volle Elle aus. Das ist krass. Wo mache ich weiter? Ich nehme jetzt einfach mal meine Bestellung von Cosmetic for Less, denn es gibt ja die Disney Collection und die gibt es tatsächlich auch bei iHeart Revolution. Ich weiß nicht, ob ihr da was von mitbekommen habt. Da die schon so dermaßen schnell ausverkauft war, habe ich, und ich noch nicht mal dazu gekommen bin, da irgendwas von zu testen, habe ich fast schon wieder die Lust verloren, sie auszuprobieren. Das ist echt Wahnsinn. Okay, also von Tiana, also von The Princess and the Frog, habe ich tatsächlich nur den Highlighter. Das ist dieser hier. Das kommt halt wirklich in einem sehr, sehr klobigen Design daher. Und das Witzige bei dieser Limited Edition von iHeart Revolution ist, dass die halt nur die Prinzessin genommen haben, die drei,
die eigentlich gar keine Prinzessinnen sind. Weil Tiana von Küss den Frosch, ist es dann ja quasi auf Deutsch übersetzt, ist ja eigentlich gar keine Prinzessin. Das ist ja keine Prinzessin. Ist ja Kellnerin und wird zur Prinzessin dann. Also sehr, sehr klobig, aber es ist halt so ein bisschen im Märchenbuch-Design. Und ich finde es voll schön. Du hast vorne auch noch so eine kleine Abbildung von der Prinzessin in Anführungsstrichen. Und das ist halt ein eher goldener Highlighter. Der ist halt nachempfunden zu der Goldkugel, die sie da halt, also die, ne, der Frosch, also bei, eigentlich bei der Froschkönig, der Frosch. Ach, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Genau, und das ist wahrscheinlich etwas, was ich dann auch weitergeben werde. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr traurig drum, dass es alles immer so schnell geht mittlerweile, weil du kommst nicht hinterher. Was macht, da macht der Konsum doch keinen Spaß mehr, ne? Gut, ich habe dazu aber auch noch ein Produkt, und zwar ist das der Lip Topper. Das ist dieses hier. Ich glaube, so eine Lidschatten- oder Face-Palette hat es hierzu gar nicht gegeben. Ist übrigens auch tierversuchsfrei, was ich ganz cool finde. Aber ich glaube, das ist iHeart Revolution, beziehungsweise die ganze Revolution-Gruppe sowieso, oder? Den finde ich wirklich, wirklich schön. Das ist eine ganz, ganz tolle Farbe. So, weiß ich nicht, auch mit Gold-Sparkles mit drin. Also die finde ich wirklich schön. Auch hier oben dieses Design, das gefällt mir. Sieht schon sehr hübsch aus. Bei wem habe ich denn, ich glaube, ja, bei Sarah Isabel, bei Like a Daisy in Spring habe ich dazu ein Video gesehen. Und ich glaube, bei noch jemandem, ich habe den Namen vergessen, das ist auch eine ganz, ganz liebe. Bei der habe ich auch ein Video dazu gesehen, ich habe jetzt ihren Namen vergessen. Nina, Ninas Kosmetik, genau. Aber sonst hat da irgendwie gefühlt keiner drüber geredet, ne? Das ist voll schade. So, jetzt kommen wir mal zu Belle, zu The Beauty and the Beast. Genau, das ist diese Palette. Und jetzt kommen wir halt wirklich zu diesen Herzstücken, ne? Denn in diesen Paletten hast du halt wirklich fürs ganze Gesicht was dabei. Sprich, Blush, Bronzer, Highlighter und die Lidschattenpalette. Und das halt wirklich in einem Format, was ich hier super schön finde. Es ist halt so ein richtiges Buchformat. Man kann sich das auch so in den Schrank stellen, theoretisch. Das habe ich auch irgendwie in Zukunft mal vor, meine Lidschattenpaletten so hinzustellen. Dann hast du hier halt wirklich so ein Buch, ne? Dann steht sie auf dem Buchrücken. Das finde ich extrem hübsch. Und auch da ist Belle abgebildet und hier halt Blush, Bronzer, Highlighter und diese wirklich schönen Lidschattenfarben. Das ist extrem ansprechend. Da bin ich aber hart am Überlegen, ob ich das noch nicht irgendwie aufbewahre für jemanden, wo ich weiß, dass sie Belle sehr, sehr gerne mag und ihr das dann vielleicht mal zum Geburtstag schenke. A Tale of Enchantment, also ja, es ist schon süß. Weil sowas, wenn ich das jetzt verwende und dann halt euch auch Looks damit schminke und so weiter, ist es halt blöd, weil sich keiner das dann theoretisch, wenn er das unbedingt haben möchte, nachkaufen könnte. Und das würde mich dann wahrscheinlich auch ein bisschen ärgern, ne? Ich habe super schnell bestellt, aber bevor die Sachen bei mir waren, war das ja auch schon überall ausverkauft und so. Und das fand ich ein bisschen ärgerlich, weil sonst hast du ja vielleicht nochmal die Möglichkeit, das sich anzuschauen. Okay, jetzt habe ich hier den großen Highlighter, den Mono-Highlighter. Aber wenn man mal, ne, der ist echt fett. Ist schon sehr, sehr schön. Und das ist ein Ton, der könnte mir sogar passen. Aber ich finde den einfach sehr, sehr klobig, ne? Du hast hier drin 5,8 Gramm Highlighter. Das ist nicht viel, ne? Und dafür halt so ein ultra großes Produkt ist schon mal eine Ansage. Macht sich aber auf dem Schminktisch enorm gut. Ja, intellektuelles Schminken. Oh. So, auch dazu gab es einen passenden Liptopper. Der ist dann natürlich eher so im goldenen Design. Genau, also das machst du dir dann über deinen roten Lippenstift drüber oder über deinen nudefarbenen Lippenstift, einfach um das Ganze noch ein bisschen zu toppen und genau, da ein bisschen Sparkles reinzubringen. Ist auch echt schön. Ja, und dann gibt es ja noch die liebe Cinderella, also Aschenputtel. Und ja, auch sie ist natürlich keine geborene Prinzessin. Und da hast du halt, das finde ich ja schön, das ist mir eben noch nicht aufgefallen. Bei The Beauty and the Beast hast du natürlich überall die Rosen, die da außenrum zulaufen. Bei Küss den Frosch, was ist das? Da hast du die Krönchen vom Froschkönig, ist auch süß. Und hier hast du überall die Kürbisse, die da ringsum, ne? So als Banderole sind. Das ist schön. Mögt ihr das eigentlich lieber, wenn ich euch Hauls zeige, wo ich euch die Produkte einfach zeige? Oder mögt ihr das, wenn ich euch Hauls zeige, die etwas länger sind, wo ich
die Produkte, also so Try-on-Hauls mache, wenn ich die Produkte dann auch direkt in meinem Gesicht ausprobiere. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Das würde mich nämlich wirklich interessieren und dann halt auch mein zukünftiges Unboxing-Verhalten in Anführungsstrichen so ein bisschen beeinflussen können. So, und hier, Just Before Midnight steht hier drauf, ist natürlich die Face-Palette und die ist ja schön. Da haben wir jetzt etwas hellere Blush-Bronzer-Highlighter. Das wird tatsächlich mehr zu mir passen. Von den Farben her sind wir natürlich mehr im Blauen. Richtig, richtig schön. Also diese Palette ist extrem, extrem ansprechend. Dieses Drizella, oh Gott, ist das schön. Dieses Grün, oh mein Gott. Dieses Goss, oh mein Gott. Ja, man kennt natürlich jetzt diese englischen Bezeichnungen nicht unbedingt, ne? Wenn man... ja, wahrscheinlich eher so die deutsche Version sich damals reingegeben hat. Bibidi. Ah, Bibidi, 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 Babidi, Boo. Bibidi, Babidi, Boo. Wie cool. A dream is a wish, waltz, happily ever after. Hä? Okay, egal. Ich glaube, die kann ich mir vorstellen zu behalten. Wenn ich mich mit einer Disney-Prinzessin identifizieren müsste, um das mal so zu sagen, welche wäre das? Schreibt mir das gerne auch mal von euch unten in die Kommentare. Jetzt läuft meine Uhr hier oben schon gleich ab. Aber dann hängen wir noch ein bisschen dran. Bei mir wäre es wahrscheinlich Dornröschen. Zum einen, weil ich so ein richtiger Schlafmensch bin. Also ich liebe es zu schlafen. Zum anderen, weil ich halt auch echt so ein Tollpatsch bin. Ne? Und also das hätte mir safe auch passieren können, dass ich mir dann vergifteterweise in den Finger steche. Okay, kommen wir jetzt zum Highlighter von Cinderella. Auch der vegan und cruelty-free. Aschenputtel glaube ich eher weniger. Ja, wobei, das kann auch sein, ne? Ah, ich weiß nicht. Küsst den Frosch. Oder, also ich kann mich jetzt, ich weiß es nicht. Schwierig, sich mit einem identifizieren zu müssen, ne? Kann ich mir Ariel bei mir vorstellen? Dafür kann ich so schlecht singen. Also ich kann gut singen, ne? Aber so gut nun auch nicht, dass mir jemand meine Stimme mopsen wollen würde. Und würde ich mir von einem Mann nehmen lassen, die Freiheit im Meer rumschwimmen zu können, wie ein Fisch im Wasser? Nein. Okay, das ist der Highlighter, auch hier wieder im Buchformat. Und der ist so leicht rosé-mäßig auch, ne? Ja, ich glaube, dass Cinderella auch da von den Farben her bei dieser Kollektion am besten zu mir passen würde. Aber ich glaube, da muss ich echt noch mal eine Nacht drüber schlafen, um mir einfach mal bewusst zu machen, ob sich das überhaupt lohnt, ob das sinnvoll ist. Die anderen Produkte kann ich dann ja entsprechend in Verlosung mal weitergeben, weil ich denke, dass sich Leute von euch safe darüber freuen würden, die zu gewinnen, weil es ja Ewigkeiten nicht diese Produkte gibt, ne? Also das ist dann ruckzuck ausverkauft. Und natürlich gibt es auch noch einen Lip Topper und der von Cinderella ist dann halt so richtig hell, richtig icy. Den finde ich auch richtig, richtig schön. Es ist halt so ein klassischer Liptopper, ne? Du hast einmal Gold, du hast einmal Silber. Das Rosa, was hier mit bei ist als Liptopper, ist was ganz Außergewöhnliches, finde ich. Genau. Und ich würde sagen, dass ich diesen Haul... Nee, ich habe noch ein paar Proben auch dazu bekommen. Das zeige ich euch aber auch noch mal eben. Genau, und zwar einmal von Chiaia die Antioxidation Tired Dull Insensitive Skin mit Acai-Beere, eine Tagescreme. Solche Proben bewahre ich ja auf. Auf Instagram wird dann tatsächlich auch demnächst eine sehr, sehr große Probenverlosung, sowohl mit Parfümproben als auch mit Sachetproben kommen. Den Parfüm-Adventskalender habe ich ja, wie gesagt, im letzten Video schon, ne, zur Verlosung gestellt. Genau, dann haben wir hier nochmal die BB Cream Natural Tone. Die finde ich sehr, sehr interessant. Und dann noch die Sun Antioxidant Face Cream mit Vitamin C und Lichtschutzfaktor 50+. Sowas finde ich auch ganz cool. Ja, genau, die kommen dann auch in die Verlosung rein. Ihr Lieben, das war es jetzt mit meinem Haul Teil 2. Es gibt offensichtlich noch ein Haul Teil 3. Ja, Sammy, es tut mir leid, da musst du nun mal mit durch, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!